Musti, wie groß war das Heimweh in Thailand nach Delmhorst? Die ersten Jahre ging das eigentlich. Ich habe jetzt 6 Jahre im Ausland verbracht. Mit der Zeit wurde es immer schlimmer, immer größer. Deswegen habe ich mich irgendwann dazu beschlossen, nach Delmhorst zu kommen. Als du Deutschland damals verlassen hast, war Atlas noch nicht da, wo es jetzt ist. Welchen Eindruck macht Atlas heute auf dich? Auch als ich in Thailand war, habe ich Atlas immer wieder verfolgt, habe die Aufstiege miterlebt, auch wenn es nur über dem Laptop war. Aber man sieht, dass der Verein riesig geworden ist. Der ist gewachsen über die Zeit, alles ist professionell geworden und ich freue mich auf die kommende Saison. Sag mal, Musti, wie heiß bist du auf dein erstes Heimspiel mit dem SV Atlas in der Regionalliga? Oh, sehr heiß sogar. Ich freue mich, vor meiner Familie spielen zu können, vor meinen Freunden, vor meiner Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin, wo ich groß geworden bin, wo ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Ich freue mich riesig. Was sind deine Ziele mit Atlas in der kommenden Saison? Ich möchte auf jeden Fall helfen, weiterzuwachsen. Ich will dem Verein ein paar Erfolge mit einbringen, mein Bestes geben und ja, alles Weitere werden wir dann in der nächsten Saison sehen. Musi, was sind deine persönlichen Ziele bei und mit dem SV Atlas? Ja, wie ich schon gesagt habe, ich will wachsen mit dem Verein. Ich bin ja auch noch nicht jetzt 35, ich bin 29, ich will mich persönlich weiterentwickeln. Ich will den jungen Spielern hier was beibringen können, meine Erfahrung zeigen können und eine tolle Saison spielen, viele Erfolge einsammeln mit den Fans, mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Und ja, darauf freue ich mich. Muss hier eine letzte Frage. Die Fans vom SV Atlas. Auf was dürfen die sich in der neuen Saison grundsätzlich freuen? Also ich persönlich bringe, glaube ich, viel Kreativität nach vorne mit ein. Ja, ansonsten auf eine tolle Zusammenarbeit, auf viele Erfolge und auf ein gutes Fußballspiel.